Ich hab Gänsehaut, ich schwör's dir. Bruder, was hat der für eine Stimme, der Typ? Was hat der für eine Stimme, Mann? Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute von Mo Phoenix ohne sie. Ja. Ich freue mich. Du freust dich immer, ne? Freue mich immer. Immer. Ich liebe das, was ihr hier tut. Wenn ihr euch genauso darüber freut, uns jedes Mal zu sehen, könnt ihr uns gerne ein Abo dalassen. Darüber würde ich mich auch freuen. Der ganz glückliche, Alter. Der ganz glückliche. Wenn ihr mich glücklich machen wollt, abonniert unseren Kanal. Ich würde mich auch alle Links in der Videobeschreibung aus. Genau. Genau so sieht's aus. Gebt dem Video vielleicht auch noch einen Daumen nach oben und aktiviert Glocke und kommentiert mit schön vielen Kommentaren. Da macht ihr mich so glücklich. Ja, so glücklich. Mal gucken, ob man dich dann glücklich machen will. Weniger Geschwafel, lass mal in den Song reingehen jetzt. Besser ist das. So. Fett. Übel fett. Digga, also ich freue mich über den Song. Bruder, jetzt mal Spaß beiseite. Nee, mir fällt mal, die komplett ernsthaft. Die Oldschool-Schiene. Ja, richtig geil. Da geht dann richtig das Herz auf. Ich schwör's dir, richtig geil. Jetzt mal ohne jetzt so wirklich Real Talk, einem geht so richtig das Herz auf, wenn man die Sachen von Mo Phoenix. Das ist Hammer. Das ist echt Hammer. Mo Phoenix, was machst du mit mir? Vor allem die Sache ist, der fährt halt den Film und es hätte original auch genau zu der gleichen Zeit laufen können. Ja. Weißt du, so Ashanti-mäßig, Ja Rule-Style-mäßig, weißt du, so ja, in die Richtung, ja, dieses ja, R&B. Ja. Ja, genau. Da kriegt man direkt Backflashes. Ich würde sagen, direkt weiterhören. Machen wir. Direkt weiter. Ohne Worte, unfassbar. Ich hab Gänsehaut, ich schwör's dir. Bruder, was hat der für eine Stimme, der Typ? Was hat der für eine Stimme, Mann? Unglaublich. Ich dreh durch. Einfach unglaublich. Boah. Krass. Einfach krass. Das ist wirklich einfach nur krass. Digga, der bringt dich aber halt wirklich zurück in den Film von damals. Ne? Ja, ja, ja. Also ich bin sehr geflasht von dem, was er macht. So, ich kann gar nicht viel sagen, weil... So, das ist Musik, du hörst das einfach, du lehnst dich zurück und genießt. So, genau so ist es. Du kannst da gar nicht viel zu sagen. Nur, dass der gute PA es sehr gut getan hat damit, dass er ihn unter Vertrag genommen hat. Ja. Aber und meiner Meinung nach Mo Phoenix noch viel zu wenig Anerkennung in der Szene bekommen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Digga. Aber das ist, es ist halt irgendwo R&B auf Deutsch und manchmal auch Soul auf Deutsch. Hm. Und ich glaube, dass da halt einfach leider die Szene noch zu verschlossen ist. Ja, kann gut sein. Kann wirklich gut sein. Aber wir sind es nicht. Ich hoffe, ihr auch nicht. Und deswegen hören wir weiter. So. Let's go. Schütze mich auf, ich weiß, dass ich kein Rücken brauch. Wir beide sind echt verliebt. Arabau, die Ghetto Queen, Janem, Baby, auch wenn wir zwei Frecher sind, dann sitzen wir bei dem Bund. Sag, es ist meine Schuld, diese Body.
Das hört nicht auf, ich schwör's, das hört nicht auf. Das hört jetzt ohne Scheiß nicht auf. Digga. Boah. Ja. Mo Phoenix, ganz ehrlich, solltest du das hier sehen? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also, Alter, wenn ihr genauso geflasht seid wie wir, dann lasst uns unten in den Kommentaren wissen. Unbedingt. Also. Unbedingt. Also, nee, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich will, also, ich versuche jetzt mal irgendwo einen Punkt zu finden, wo man drüber reden kann. Das sind die Outfits, die ich auch wieder sehr krass gewählt finde, weil es halt dieses Gesamtkonzept von diesem 2000er-Film komplett erfüllt. So Outfits, Videoeinstellungen, so aus welchem Winkel gefilmt wird und so weiter. Mhm. Es ist alles wirklich aus den 2000ern, aber fresh übernommen und nicht billig kopiert. Das ist das halt, was das Ganze richtig fett macht. Auch noch. So, gerade im Video noch. So, wenn wir jetzt von dem Musikalischen jetzt ausgehen würden, dass der Typ ein begnadeter Sänger ist, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist, ist halt einfach so. Dass er mit seiner Stimme genau diesen Vibe kreieren kann, ist aber nochmal ein zusätzlicher Punkt obendrauf. Weil alleine, dass du eine gute Stimme hast, heißt eigentlich gar nichts. Ja, ja. Solange du sie nicht richtig verwenden kannst, um die Leute so mit auf deinen, keine Ahnung, dann kannst du genauso gut ein Popsänger werden und versuchen, in den Charts zu landen mit einem Song und so. Ja, ja. Aber der probiert sich ja aus. Und gerade fährt er diesen alten Film übel geil. Ja, ist brutal. Also musikalisch, das mit dem Beat ist halt genau die gleiche Art und Weise. Die Streicher, wie sie damals verwendet wurden, diese in Staccato, so, ne, dieses leicht abgehackte. Boah. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Ende Mai, meine ich, kommt jetzt sein Album. Hm. Es sollte eigentlich jetzt im April kommen, jetzt Ende April, aber wurde verschoben. Hm. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr starkes Album. Klar, es wird sehr gesangslastig und so soul-lastig, halt, so R&B-lastig, aber es wird trotzdem ein geiles Album. Ja, ich denke halt, es wird leider charttechnisch nicht so gut landen, weil halt, wie gesagt, es ist halt die Musik, die er macht, ist halt, glaube ich, nicht das, was am besten verkauft wird in Deutschland. Da gibt es dann andere, die besser verkaufen mit anderen Sachen. Sagen wir es mal so. Hm. Und doch, aber was willst du sagen? Ich freue mich auf das Album. Ich finde den Song geil. Was man, glaube ich, sagen muss, dass wenn jetzt das Album von Mo Phoenix kommt und auch der Track jetzt und auch der Track davor, das sind halt so Tracks, die sind zeitlos. Das ist genauso wie die damalige Zeit, die sind zeitlos. Den kannst du in 10 Jahren nochmal abspielen und okay, vielleicht trifft er dann auch nicht den Zahn der Zeit, so nach dem Motto. Aber du kannst ihn genauso gut zu den ganzen anderen Liedern, die so in den 2000ern liefen, aus Amerika in eine Playlist reinpacken. Und dann ist es halt einmal eine andere Sprache, aber der Sound ist einfach nur so, der Vibe ist halt der gleiche. So. Ja. Mega und es geil. Ist halt so, oft, wenn Leute versuchen, so einen alten Vibe wieder aufzuwärmen, ist es halt genau das. So, und du hörst genau das, es ist ein aufgewärmter Sound. Aber in dem Fall überhaupt nicht. Es klingt neu, es klingt fresh und trotzdem hast du diesen krassen Bezug zu den 2000ern. Ja. Das vor allem auch, wenn du das Video siehst, dann auch mit den Outfits und so und die ganzen Videoeinstellungen. Genau. Mit diesen Lichterpailletten hinten, weißt du, wo die dann so genau, sind. Genau. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir hören und genießen weiter. Machen wir. Versteht sich mit meinen Bros und sie kommt mit zu den Shows. Sie geht mit mir in den Tod. Unsere Liebe, sie ist groß. Sie versteht sich mit meinen Bros und sie kommt mit zu den Shows. Sie geht mit mir in den Tod. Yeah, yeah. Brutal einfach. Puh. Was er für eine Kontrolle über seine Stimme hat, das ist Power. Unfassbar. Unfassbar.
Wenn ihr uns auch unfassbar findet und selbst wenn ihr uns beschissen findet, checkt auf jeden Fall die Videos über uns ab und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut.